neuen Folge Minecraft hier aus Ava Aquatica. Wir sind hier zusammengekommen, um zu berichten, dass wir gereist sind, zwar mit der Pegasus und zwar nach Unskra. Ich habe mal geguckt, was die Geschäfte machen. Und die Geschäfte, die laufen an. Also wir haben schon einige was in die Kasse gesteckt. Da waren Goldmünzen waren da drin, Silbermünzen, Smaragde. Und die haben wir schon mal rüber geschafft. Und jetzt habe ich aber noch ein bisschen was eingekauft beim lieben Shadow. Und zwar habe ich da etwas Stein gekauft. Hier Stein, Granit. Also ich habe die komplette Granittruhe leer gekauft. Und ich habe auch Namensschilder gekauft. Jo, Namensschilder braucht man nämlich ganz viele. Und ich habe auch schon ganz viele Dorfbewohner hier am Südhafen zumindest benannt. Und ich wollte euch jetzt mal erstmal was berichten. Ihr seht ja hier die Armbrüste. Ja, ihr seht auch ein Banner und ihr seht, dass mein Milcheimer alles. Nun ja, ich habe mal wieder hier Plünderer entdeckt. Und zwar bin ich eben gerade mit der Pegasus hier angereist, war noch auf Geschäftsreise und in Hundsgrab am Markt stand dann alles Mögliche. Und hier oben drauf stand ein Plünderer, genau auf diesen Fleck hier oben drauf. Und ja, das hat mir also überhaupt nicht gepasst. Und ich bin froh, dass ich hier nicht so viele Glocken habe. Aber ich kann euch auch sagen, dass ich einen kleinen Auftrag gegeben habe. Ich habe einen Brief geschrieben an den Treibenlandpalast, dass wir ja auch ein paar Glocken benötigen. Wir hatten ja in den letzten Folgen so wenig Glocken gesammelt bekommen. Ihr wundert euch, warum hier kein Bett steht, das habe ich mal mitgenommen. Das stelle ich jetzt wieder hier auf. Und zwar habe ich in den Brief reingeschrieben, dass ich auch mal eine kleinen na, Vorschuss möchte ich nicht nennen, aber man kann ja schon sagen, dass die Dorfbewohner, die ganzen Bürgermeister aus dem Treibenland, die haben ja alle so eine Handvoll Glocken bekommen, wo sie angefangen haben. Und wir in Ava, wir sind ja hier schon gut versorgt gewesen durch die ganzen Gebäude, die dort hinten stehen. Und ja, ich weiß nicht, ob das der Grund war. Ich habe auch schon ein paar Glocken gefunden, sei es in Schatztruhen. Ja, guten Tag, miau miau. Ja, das gefällt mir so. Guten Tag, Zerg. Was gibt's Neues, Zerg? Habe ich was verpasst? Nee, nichts verpasst, Mann. Hier ist Solko. Solko ist neu. Solko, der hat ja Feuerschutz und Glück 3. Hier ist unser unendlich Renata, Flammenschild. Ne, Flammen könnt ihr verkaufen. Und natürlich auch Namensschilder. Der hat noch keinen Namen hier. Aber ich habe schon ein paar, den kennt ihr ja. Den kennt ihr auch, den Herrn Glücksspiel, der Luron Enlan. Enlan ist es, der Herr Enlan, der hat nämlich Entladung. Ne? Entladung, Unendlichkeit, Verbrennung. Und jo. Hier sind ganz viele eiserne Kerle, die passt einer auf. Aber der Rest, der kann sich hier frei bewegen. Und ich kann euch ja mal ganz kurz hier zeigen. Oh, ja, ich habe hier ein paar Truhen noch angestellt. Erstmal tue ich hier die Armbrüste mit hier rein. Da
bräuchte man auch bald meine eigene Truhe für. Ihr seht, ich habe hier meine wunderschönen Werkzeuge. Jetzt haben wir schon wieder 10 von den Namensschildern. Cool. Ich habe Folgendes getätigt. Ich wollte ins Kiesbiom. Mal kurz auf der Karte gucken. Und zwar hier, ein bisschen weiter hier rüber. Hier ist Schnee. Und hier sind Kiesgebirge. Da habe ich mir damals mal, wo ich nach Thaneberg gereist bin, einen Wegpunkt gemacht. Und hier seht ihr ja schon etwas Schwarzes. Hier ist das Portal vom Kiesbiom. Ich bin in den Nether gegangen, habe mir ausgerechnet, okay, bei den Oberkoordinaten, also ich bin nicht dahin gegangen, ich war hier unten, hatte ich mir einen Wegpunkt hingesetzt. Bei den Oberkoordinaten muss ich einfach nur durch 8 rechnen und dann setze ich im Nether ein Portal und dann bin ich hier in der Nähe von dem Kiesgebirge und kann hier geschmeidig Kies abbauen. Habe ich auch getan. Die Koordinate im Nether waren nur etwas, naja, mitten auf der Lava. Deswegen habe ich dann eine passende Stelle etwas nördlicher gefunden. Es waren zwar nur ein paar Blöcke im Nether weiter nördlich, aber in der Oberwelt sind es viele, viele mehr. Und da ist das Portal da rausgekommen. Finde ich aber auch gut. Hier kann man sich eine kleine Basis bauen irgendwann mal und kann hier geschmeidig Kies abbauen. Und wir sind hier in Aber Südhafen gerade und hier ist mächtig viel los. Mächtig viel ist ja los. Also so ein bisschen gefällt mir der Shader schon, ne? Das ist ein etwas älteres Modell. Bin gespannt, ob der funktioniert, so weit, so gut. Bin ich sehr gespannt. Hier hinten ist die Spitzhacke. Und da habe ich auch schon mal ein bisschen was gebaut. Ihr seht auch einen Wegpunkt. Der ist noch an. Bearbeiten aus. Und hier hinten sind auch ein paar Wegpunkte, aber die könnt ihr gefolgt ignorieren. Gefolgt könnt ihr die ignorieren. Ich bin hier nämlich dabei, ein bisschen Planung. Ja, ein bisschen zu planen, was jetzt so die nächsten Gebäude sind, die hier hinkommen. Hier habe ich ja schon angefangen, ein Gebäude zu bauen. Ah, das ist noch durch die Schattenspiele so ein bisschen. Ja. Schaut noch so ein bisschen komisch aus, aber nun gut, hier ist eine Tür drin. Und hier ist eine Mauer drum und hier sind so ein paar Grundstücke entstanden. Hier auch eine kleinere Straße. Und hier sind so ein paar Grundstücke entstanden, wo dann mal so Gebäude hinkommen. Hier auch mit so einem kleinen Gang nach hinten. Und hier miaut eine Katze. Und das wären so kleine Gebäudchen werden, die aber auch etwas höher werden. Ja, so Erdgeschoss, erster, zweiter Stock. Und hier auch immer mal ein Gebäude mit drin, was noch einen dritten Stock mit besitzt. Und ja, hier ist ein Netherportal. Nicht wundern. Hier habe ich erstmal ein provisorisches Bettenhaus hingebaut. Da wird dann später auch nochmal ein. Ich lege mich gleich mal hier mit schlafen. Weil wir sind, glaube ich, nicht allein. Nee, wir sind aktuell alleine. Und da tun die ganzen Dorfbewohner hier schlafen aktuell, die ich hierher geholt habe. Die waren nämlich vorher in der Schilderfabrik. Und ja, hier wird ein, ja, ich habe eine Glocke hingestellt und hier ist auch eine Mohrrübe. Hier soll nämlich ein Hochhaus entstehen. Und noch kann man hier ganz gut zwischenschauen, ne? Gefällt mir. Hier soll ein Hochhaus entstehen. Und das werden wir auch bald anfangen zu bauen, meine lieben Freunde. Das werden wir auch bald anfangen zu bauen. Ich möchte aber im Vorhinein erstmal den Hafen fertig sanieren. Das heißt, wir schnappen uns jetzt so viel Sandstein wie geht. Und den Sandstein, den klopfen
stöpseln mir vorne in die in den Hafenbereich. Und ja, hier ist noch ganz viel Material drin, ganz viel Farbstoff. Hier habe ich schon mal Kies und Sand, weil der Kies, den brauche ich dann für Beton. Hier sind auch noch ein paar Betten, Scheren, Lampen, Lederjacken, das habe ich mir ein bisschen so erhandelt. Hier ist Holz, Sandstein ist ja auch noch und das ist eine leere Truhe. Und hier ist Keramik und Trockenbeton. Hier ist ganz viel weißes Glas. Und das soll nämlich das Süduferhaus sein. Süduferhaus. Jo. Und das ist auch passiert. Am 19. Ist schon ein bisschen her für euch, aber für mich ist es nicht so lange her. Denn ich habe aktuell das Schwert des Drachentöters im Inventar. Ja, mir ist mein Schwert flöten gegangen. Und genauso mein Bogen ist flöten gegangen. Und eine leere Schalkertruhe ist auch kaputt gegangen. Und zwar, habt ihr ja schon richtig gelesen, da steht verdammter Garst. Ich war im Nether unterwegs und habe eben dort hinten das Portal im Nether gebaut. Und auf dem ersten Versuch dorthin, ich habe da eben eine Brücke gebaut. Eine Brücke. Und diese Brücke wurde mir aber zum Verhängnis. Die Brücke wurde mir zum Verhängnis. Da hat nämlich ein Gast geschossen. Ich habe den gar nicht gesehen, den Gast, der außerhalb meiner Reichweite geschossen hat, mich aber schon gesehen. Und dieser Gast hat mich dann attackiert. Und da bin ich daraufhin gestorben, was natürlich ziemlich unpraktisch ist. Nehmen wir hier mal ein paar Pfeile oder brauchen wir jetzt einen Bogen? Na, ich nehme den Bogen mal mit. Was wir nicht brauchen, ist das. Und wir brauchen diesen Apparat. Ist da hinten auch? Oder ist das nur eine Werkbank? Ist es nur eine Werkbank? Okay, da tun wir den Sandstein erstmal rein. Noch ein bisschen Netherkram. Wo ist der Sandstein hier? Zack. Machen wir das mal so. Dann noch ein bisschen was mitnehmen. Einen können wir mitnehmen. Nee, können wir nicht. Jetzt können wir noch einen mitnehmen und den rausschmeißen. Tun wir mal ganz kurz den da machen. Laufen einen Schritt nach hinten. Und machen das so. Super. Und da können wir jetzt hier hinten schon mal den Sandstein rein. Ich habe mir auch noch mal ein paar Pläne angeschaut für den Kran. Und so wie er jetzt ist, ist er natürlich nicht vollständig. Ich werde ihn noch mal umbauen müssen, weil er nicht so funktioniert, wie er hier dasteht. Das würde in sich zusammenfallen. Und das wollen wir natürlich nicht. Meine Lieben, ich habe in die letzten Wochen hier kräftig geplant, habe auch ein paar Skizzen gemacht, habe mir eine Welt außerhalb dieser genommen und habe schon mal was vorgebaut mit magischen kreativen Mitteln, um zu wissen, was brauche ich an Ressourcen, auf was muss ich genau achten. Und
Da ist etwas viel Zeit auch drauf gegangen. Ich war auch im Nether, habe Quarz gefarmt für Shadow, auch Glowstone für Shadow. Mit dem habe ich das dann bezahlt im Marktstand. Also wenn du das siehst, Shadow, der ganze Quarz, wo du wahrscheinlich sagst, dass es viel zu viel ist, der ist von mir. Er hat mir auch schon gesagt, dass er mir noch ein bisschen Holz mitfarmt. Aber ich habe auch gesagt, dass das alles noch Zeit hat. Wir müssen erstmal von den Gebäuden, also ich rede jetzt von dem einem Hochhaus, die ganze Fassade hochziehen und die Räumlichkeiten so einrichten zu können, wie sie eben sind. Was aber auch noch geplant ist, ist ein schönes Stadtzentrum, möchte ich jetzt mal sagen. Also ein Stadtzentrum, wo auch der Hauptbahnhof entstehen wird. Ich sag mal, das sind diese Gräser hier, oder? Die triggern da immer, dass der Block einen nach unten gesetzt wird. Ja, und der Bahnhof soll quasi auch ein Hochhaus bekommen. Aber es das heißt nicht, dass der Bahnhof in einem Hochhaus drin ist, sondern im Keller quasi. Der erstreckt sich über mehrere Ebenen. Und stehen auch noch. Wie machen wir das? Gehen wir hier noch ein bisschen weiter raus? Ich weiß es nicht. Ich tue erstmal das Loch hier füllen. Und soll dann quasi auch sehr viele Stadtteile miteinander verbinden. Ich habe da auch geplant, das mit Eisbooten wieder zu bauen. Das heißt, die Schienen, die kommen alle auf eine Etage. Da werden auch nur wenige verbaut werden. Und die ganzen Haltestellen sonst, die werden alle mit Booten erreichbar sein. Das heißt, wir sparen uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Eisen. Wir sparen uns gigantomäßig viel Eisen. Wie tiefblau das Wasser hier ist, war. Cool. Gefällt mir. Aber der ältere Buda-Shader habe ich jetzt drin. Der ist besser. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir nämlich extra den neuen geholt. Und auch noch den Ultra. Aber anscheinend ist der ältere doch besser, obwohl er mich schon in sehr alten Versionen, was heißt sehr alt, die sind eben schon etwas älter, die Version, die ich da damals benutzt habe für diesen Shader. Was war das, die 1.11, 1.12? Müsste man die Staffel 6 gucken, da habe ich den Shader auch benutzt. Ah, genau dieselbe Datei. So, jetzt müssen wir aber gleich schlafen. Und aus dem Grund haben wir sogar noch fertig bekommen. Genau aus dem Grund habe ich hier überall so Betten aufgestellt. Noch können wir aber nicht schlafen. Schaut auch cool aus, oder? Und da geht die Sonne wenigstens auch unter, so wie es auch untergeht, oder? Und da hinten, da leuchten die Glowstones und da die ganzen Lampen. Wir gehen schlafen. Und ein neuer Tag. Und in diesem Sinne
wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Euer Cedric. Schaut mal, wie das glänzt. Schön.